Hey Leute auf YouTube, willkommen zurück zu Pokémon Infinite Fusion mit Black Sodana als Special Guest. Oh, jetzt bin ich schon Special Guest. Ja, hallo. Natürlich, moin. Wir sind hier weiter noch auf der Suche nach dem Ausgang und es gibt ja zu viele Rätsel und Steine und hier ist auch ein Stein, da komme ich nicht durch. Ich habe echt keine Ahnung. Und da ist ein Loch. Da komme ich hoch und da muss ich den, ich will den jetzt einfach da reinwerfen, aus Prinzip, ne? Ich fand es manchmal auch lustig, in die Löcher reinzuhüpfen. Ja, muss man auch oft. Muss man auch oft. Okay, Schutz ist da vorbei, setzen wir da hin. Also ja, wir sind jetzt gefühlt schon 3000 Folgen hier drin. Wie kriegen wir da rein? Du musst die nach ganz nach oben schieben. Deswegen bist du da. Außen rumlaufen? Ja. Ich hasse Schalterrätsel. Flupp. Werden wir für irgendwas sicher brauchen? Für was? Keine Ahnung. Jetzt die große Frage. Ah, hier sind wir wieder. Jetzt sind wir einmal im Kreis gelaufen. Soll ich dem Stein nachsprechen einfach mal, oder was? Warum nicht? Ist lustig. Ich mache das total gerne. Auf in das Unbekannte. Hinein. Oder war rechts oben noch was? Nee, da kommen wir ja nicht durch. Nee, nee, einfach hüpfen. Hui! Lustig. Au. Okay, jetzt sind wir hier unten. Mhm. Wir sind gehupft. Jetzt können wir halt den Stein auf den Schalter schieben. Schon, oder? Musst du auch noch. Ah, hier waren wir noch nicht. Ich dachte, wir waren hier gerade. Ich habe überlegt, waren wir hier schon? Nee, waren wir noch nicht. Schieb den Stein. Schieb ihn rein, den Stein. Ja, schieb ihn rein, den Stein. Schieb ihn rein. Es fühlt sich echt so an, als würde man ständig gegen den Schalter treten, ne? Die ganze Zeit. Okay, wir sind also vorbei bei ihm. Dann haben wir den letzten Leiter. Ich hoffe, wir gehen den richtigen Weg, Leute. Wir wollen eigentlich raus aus der Höhle. Denn wir sind am Weg zu den Top 4. Und wir sitzen seit 3 Tagen hier in dieser Höhle. Haben kaum noch Essen und Nahrung. Wir müssen hier raus. Nein, also, warum wollte ich wegrennen? Ich dachte, das ist ein normaler Kampf. Pokémon heilen haben wir gemacht. Iron ist wieder hart am Arbeiten. Deswegen. Ja, der hat immer so Phasen. Er ist wieder in der Arbeitswelt angekommen. Mhm. Er hat manchmal ganz, ganz viel Zeit für uns und dann wieder ganz lang keine, leider. Ja, es ist ganz arg. Was ist das? Oh mein Gott, ich will ihn haben. Ich mag ihn. Guck dir diesen bösen Drachen an, Deiner. Der sieht echt geil aus. Ich will ihn so hart haben. Leute, der ist mega. Scheiße, der gefällt mir richtig gut. Aber das ist jetzt kein Drache, weil es ist ein Glurak, oder? Das ist eine gute Frage. Panzer, Eron, nee, ist Glurak? Fang ihn, ja, wäre schön, ja. Wäre schön, ist leider ein Trainerkampf. Tranklaw macht nicht viel Schaden. Ich muss es vorher versuchen. Für den anderen Möglichkeiten habe ich nicht. Wasser, weiß nicht, könnte effektiv sein. Das wissen wir aber nie. Wing Attack ist nicht gut, wir sind ein Käfer, aua. Okay, hoffentlich sind wir schneller. Ja. Nein, was? Er zündet uns zuerst an. Er hat uns zuerst angezündet. Wir zünden zurück. Der Zombie galt. Moin. Wir zünden zurück. Automais? Okay. Speed erhöht sich. Das bringt ja nichts. Ne? Zünden wir an. Panzer, Ehren und Chlorik ist echt geil, Leute. Merkt es euch gerne, ja? Merkt es euch gerne. Macht euch einen Screenshot. Payback. Nö, wir sind eigentlich schnell genug immer. Also Krakon war das. Oh, mein Gott. Okay, wir gehen weiter hoch. Guck mal. Kaboom. Sind wir hier auf der Seite. Okay, hier geht's runter. Sind wir draußen? Oh mein Gott, wir sind draußen, Deiner. Speicher sofort, oh bevor du irgendwas tust und sich das Spiel da aufhängt. Speicher. Wir sind draußen, Leute. Natürlich muss ich noch irgendwann mal wieder zurück rein, aber das spiele ich dann mit erhöhter Geschwindigkeit alleine. Ne? Ich wollte jetzt nicht noch 12 Jahre drin verbringen. Weil Top 4. Ich habe Angst. Aber was ich mich jetzt frage, ganz, ganz wichtig. Ich hoffe, die haben das gemacht. Kann man hier hinfliegen? Weiß ich nicht. Meistens wird es erst hinzugefügt. Passt. Was? Meistens wird es erst hinzugefügt, sobald du das Pokémon-Center benutzt hast. Nö, wir sind ja schon drin im Haus. Das reicht uns schon. Leute, wir sind bei Top 4. Was? Chrono Ace wurde vom Nightbot gerannt. Was? Ja, wegen Großschreibung. Du bist auf der Nightbot-Naughty-List.
Pass auf. Sorry. Oh, wie geil. Ja, was heißt hier sorry? Wir haben schon ganz oft gesagt, bitte nicht ein Catch. Nee, weil 21 Nachrichten gelöscht hat. Das meinte ich. 21 Nachrichten? Ja. So, Leute. Sind wir bereit für die Liga überhaupt? Okay, das sehe ich nicht. Top 4, okay, keine Chance, schreibt jemand. Okay, das werden wir testen, Leute. Das werden wir testen. Okay. Diana, bist du bereit für Top 4? Ich nicht. Jetzt nicht mehr. Wenn sie das so ankündigen, dann kriege ich ein bisschen Angst. Aber ist egal, wir gehen rein. Wir gehen rein. Dann haben wir gespeichert, wir gehen rein. Das erste ist jetzt Wasser, Eis. Sieht aus, okay. Pro. Nimm mal Zapdos, ne? Das erste. Das erste kann schon hart werden, ne? Hm? Hast du nochmal tief durchgeatmet? Hast du nochmal einen Schluck Kaffee getrunken? Hast du ne, den trinke ich immer nebenbei. Lorelei ist aber auch eine tolle Trainerin. Ich habe nicht gesehen, dass Caps an war. Tut mir leid. Nö, warte nichts, der Bot hat dich gebannt. Oh mein Gott, Marc, du brandst. Yugong. Level 59. Autschi. Nur so nebenbei, nur weil ich mal ein bisschen was in einem böseren Tonfall sage, heißt das nicht, dass ich böse bin. An. Also keine Sorge. Bitte nicht fehlinterpretieren. Nee. Aber was ich jetzt schon bedenken kann, Leute, ich glaube, unter Level 60 haben wir keine Chance, ne? Das wird schon hardcore. Vor allem, du musst ja alle vier schaffen. Ja. Was? Kaffee mit Salz? So was? Was? Ii. Also, ich trinke nee, aber erhöht ja, glaube ich, den Geschmack, ne? Ah, Full Restore. Macht jetzt Wasser Damage? Ich bin immer so unsicher, was für Attacken jetzt mehr Schaden machen. Nee, gar nichts. Aber ich habe mich verwirrt, das ist schon mal geil. Es ist alles halt nicht, also nicht sehr effektiv. Ja, es ist halt eine kluge Kombi. Ja, Eis, Feuer, sag ich mal. Ich hoffe, verletzt sich selbst. Ja, perfekt. Yugong ist übrigens auch eins der schwersten Pokémon hier. Yugong und Labras sind meistens die schwersten bei der Dame. Er heilt sich zum zweiten Mal. Okay, ja, ihr habt recht. Ich werde da keine Chance haben. Er hat sich zum zweiten Mal komplett geheilt. Kämpfen wir so lange, bis wir umfallen, ja, oder? Ja, wir gucken uns das mal an. Wir müssen mal gucken, wie weit wir es schaffen. Beziehungsweise, was wir noch zu sehen bekommen für Pokémon. Okay, also Gestein war gerade super effektiv, sehe ich gerade. Hoppla. Ne, ist jetzt keine Medizin ein, Leute. Wir verschwenden jetzt nicht die Items. Wir gehen einfach so rein ein bisschen. Wir gucken einfach mal ein bisschen. Moin, moin an alle. Geheilt viermal. Na, ist doch nervig, ne? Yugong kann ja prinzipiell, glaube ich, Genesung oder so, ne? Erholung kann Yugong. Ja, das ist eine Kacke, ey. Aber wir wollen so ein bisschen reingucken, ne? Bisschen reingucken. Was? Wie heißt Melange? Kleiner Brauner, großer Brauner und noch vieles mehr. Wien hat mich damals verwirrt. Ey, ja. Ich wollte einen Milchkaffee und die hat mich angeguckt, als ob ich ein Alien wäre. Du bist ein Alien. Das ist in Deutschland total normal, einen Milchkaffee zu bestellen. Und die guckt mich an. Ja, Cappuccino oder Latte Macchiato? Oder und hat dann noch ein paar Sachen aufgezählt und guckt mich an, als ob ich ein Alien wäre. Ja, das ist ja. Aber dann habe ich im Endeffekt gesehen. Das sieht komisch aus. Was ist da drin jetzt eigentlich? Den Jinx natürlich und. Grow? Was ist da drin, Leute? Was hat sich da zusammengepaart? Was ist da drin? Was? Das ist doch Tangolos und. Tangolos, genau, das habe ich gesucht. Wow, Level 61er Ice Punch tut schon ziemlich weh, ne? Also, wir haben null Chance, Leute, null. Ihr hattet vollkommen recht. Evador, pst, ich hab's mal nicht gesagt. Eine Gummipuppe, ja, ein bisschen. Bisschen, vielleicht. Jetzt, wo du sagst. Die Labras-Fusion hat mich immer vernichtet. Ja, ich bin echt gespannt, bin echt gespannt. Theoretisch müsst ihr jetzt aber hier Feuer schon krass reinhauen bei dem Pokémon. Aber es ist halt oft nicht so, wie man denkt. Ja, aber der Eispunch von ihr, der ist echt creepy. Du weißt manchmal auch nicht ganz sicher, welches Element übernommen wurde. Ja, das müsste hier eigentlich geil sein, oder? Ja, okay. Da war es klar. Okay. Level 61 besiegt, das ist halt schon krass, ne? Oh Gott, 61. Vearas? Was ist ein Vearas? Ich find's genauso cool. Okay, wir brauchen 3000 Snibunas. Aber Level 61, Mann, der erste Champ. 61. Oh Mann. Leute, das ist extrem hoch. Früher waren die 40, dann waren sie vielleicht mal 50. Aber doch nicht 61, der erste Champ. Also erste. Ich glaube, erst.
Ich glaube erst beim zweiten Durchgang. Beim zweiten Durchgang waren sie doch immer stärker. Gibt's auch, ja. Aber ihr habt gesehen, Leute, bei zwei Pokémon schon ist Feuer halt krass effektiv, ne? Also man muss das erste Pokémon, wir lernen ja gerade ein bisschen sozusagen, das erste Pokémon, Magma, müssen wir mit Steinen besiegen. Und dann Feuer rein. Feuer rein. Ne? Sage, du brauchst 70er. Nö, ich würde es mit 60er testen. Ich bin kein Fan von Überleveln. Bin ich kein Fan von. Das ist dann zu einfach. Ja. Nö, also mit 60 würde ich es nochmal versuchen. So, dass wir wenigstens am gleichen Level sind. Das von The Forest hat die Tür nicht zugekriegt. Ja, mein Lieblingsvideo. Wenn ich mal einen anderen YouTuber finden will, der mir zusagt mit The Forest. Beziehungsweise meiner Größe, bla 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 bla. Dann ja. Das ist auch eine geile Fusion, oder? Hm? Ich lache über die Hörnchen am Schwanz. Das ist richtig geil. Bisa King ist der Hammer, ja. Das ist echt krass. Aber ihr könnt Eisattacken, Bisa King geht natürlich sofort drauf, ne? Wissen wir ja. Und wir sind 10 Level drunter. Also wir gucken uns das ja nur ein bisschen an. Aber ich hätte es nicht gedacht. Ich hätte gedacht, dass die alle Level 50 sind, so rum, ne? Mit Level 60 aber nicht gerechnet. Oh Mann. Aber ich würde sagen, ja, mit Heilung und so weiter hätten wir jetzt den ersten besiegt. Maybe. Ne? Aber auf Dauer hätten wir es nicht durch die Top 4 geschafft. Hm. Schaffst, es sind nur noch zwei Pokémon. Ja, selbst wenn. Also ich will jetzt auch keine Items verschwenden, ne? Weil, wie gesagt, wir sind hart unterlevelt. Ich will jetzt nichts irgendwie so reinballern. Was wir dann brauchen für einen richtigen, ne? Das ist perfekt, nämlich wenn das jetzt heute unsere letzte Folge ist, die wir aufnehmen in dieser Session, dann kann ich mich richtig hart hochtrainieren. Nein, er lebt noch! Ach komm, ich dachte, ich habe jetzt down. Ich wollte das letzte Pokémon noch sehen. Ah. Der sieht auch so aus, als ob er total gemächlich wäre und kein Stress. Sehr tanky, ja. Sehr tanky, ja. Aber er guckt auch so. Er guckt gar nicht so angriffslustig. Er guckt mehr wie ein Verteidiger, wirklich. Ja, aber krass, sie hat nie wieder geheilt, ne? Zweimal nur. Mhm. Ja, das ist auch gut zu wissen. Und Level Up nehme ich gerne mit. Und was sehen wir jetzt noch? Ah, Tentoxa aus. So. Okay. Oh, ist das knuffig. Ist auch das ganz sieht, geil. Das sieht aber aus Eis, wie... Eis ist ein bisschen auer gegen unseren Drachen. Aber... Das ist ein Moskito und der Muschel. Ja! Moskito-Muschel. Oh, Mann. Oh, Mann. Aber die ist echt hardcore, ne? Die ist echt hardcore. Boah, die erste schon Level 60. Und der Champ, normalerweise ist unsere Wale, der dann kommt, der müsste noch höher sein, ne? Der müsste noch höher sein. Aber ich darf mal vergessen, wenn wir da mal drin sind und Level 60 sind, dann leveln wir auch ein bisschen weiter bei den Top 4, ne? Also ich denke, 60 würde dann Sinn machen, Trainer, ne? Ja, also da könntest du es schaffen, weil du benutzt ja auch Items. Und wenn du dann auch zwischen den Trainern noch Items nutzt und dich ein bisschen auf die... Ja, wenn du dann halt beim ersten Trainer nur ein Feuer-Pokémon benutzt und so weiter und so fort. Ja. Die Frage ist nur, bleiben wir auch bei dem Team oder holen wir wieder mal Zerberus rein? Ist noch die Frage, hat sich jetzt irgendwas nicht bewährt? Zapdos ist für mega geil mit dem Wasser. Über den Grangon könnte man derzeit streiten. Der hat noch nicht die perfekten Fähigkeiten, dass er richtig reinhauen könnte, ne? Maybe, ne? Ist Zerberus höher? Nee, das ist egal. Aber Zerberus ist halt ein Feuer-Pokémon, wie das auch ein Problem. Also ich glaube, der passt nicht mehr rein. Ob wir noch eine andere Fusion brauchen werden für Top 4, weiß ich auch noch nicht. Müssen wir echt noch gucken, wir haben jetzt ja noch einen Relaxo gefahren zum Beispiel. Und ich habe noch das Ei, was ich unbedingt ausbrüten muss. Das werde ich übrigens ohne euch ausbrüten, weil das ist immer mega langweilig, ne? Und zeige euch dann einfach, was rausgekommen ist, ne? Die meisten sagen so, es ist Drassler, also wird es wahrscheinlich auch Drassler sein, ne? Kann ich bei der Welt gleich mal mitnehmen. Nehme ich gleich mal mit. Nee, nicht Kind. Nehme ich gleich mal mit, damit ich das nicht vergesse, wenn ich damit rumlaufe und dann ein bisschen Pokémon level. Aber, ja, es bleibt uns jetzt eigentlich nur eine Sache, denn wir müssen leveln. Ja, anscheinend. Haben die noch hier was zu sagen? Nee, okay. Das heißt, ich kann also auch noch den Berg erkunden. Ich schätze mal so Level 70. Nee, ich will nicht so hoch. Ich will nicht so hoch. Ich will eher so um die 60 nur. Ich will es nicht zu einfach sein, ne? Wie weit ist das Ei? Ah, ich habe keine Ahnung. Ich habe es ja rausgenommen, letztens, wie ich offscreen trainiert habe, damit es nicht schlüpft, ne? Kann nicht so hoch sein. Der Eck. Was auch immer das heißt. Ich weiß nicht mehr, wie nahe das dran war. Erst hört man Geräusche, dann wackelt's und dann schlüpft's.
Wir gucken einfach mal. Wir gucken einfach mal. Bin gespannt, Leute. Bin gespannt. Ja, wir könnten noch. Ich glaube, wir haben noch die Möglichkeit, wir hätten es machen können. Arctos und Lavados, ne? Ja, wenn die nicht so schwierig sind, wie Zapdos zu fangen. Aber. Nee, ich meine, wir können sie machen. Das habe ich gemeint. Wir haben voll vergessen. Ja. Ja, und dann fusionieren die zwei. Nein, das hat langweilig. Aber das sah so geil aus. Ja, das waren aber alle drei, das darfst du nicht vergessen. Nein, nein, wir haben die Kombination aus Arctos und Lavados doch gesehen. Ach so. Stimmt, haben wir auch, ja. Und das war hardcore. Du hast selbst gesagt, dass es schwer war. Ja. Also, du hast dann den mit der Typenschwäche es ganz gut hingekriegt, aber bevor du die Typenschwäche hattest, hast du schon gemeint, oh je. Ja, so habe ich zumindest in Erinnerung, wenn ich mich jetzt nicht ganz irre. Ich hab mir gerade vergessen, wie ich aus der Stadt rauskomme. Bin hier reingeswerft. Ah, hier. Theoretisch müssten wir sie mit dem Schlüssel haben für Arctos und Lavados. Ich guck mal kurz rüber. Musst du den Tipp und Fragen nicht vorher? Nee, ich glaube, das habe ich schon bekommen. Musst ins Labor Gasmaske holen? Ich glaube, ich habe schon was bekommen, Leute. Ich habe ein bisschen nebenbei, wir letztens ein bisschen gespielt. Wir können es ja testen. Wenn ich da jetzt reinkomme, komme ich rein. Wenn nicht, dann nicht. Hey, den spielen wir vorbei. Nein! Oh! Diese Tentakas! Diese Tentakas! Diese Zubats! Diese Wasserzubats! Beleidige nicht meine Tentakel. Das sind Wasserzubats. Ich finde das Gengar mit den vielen Tentakeln immer noch gut. Ich glaube, wir sind drin. Ja, aber brauchst du aber nicht Kraxler oder sowas dafür? Ich weiß es gerade nicht. Oh, wir haben doch keinen Muschus, by the way, ne? Gibt's Muschus? Muss ich auch noch fangen. Du willst die Muschel noch irgendwo drauf. Oh ja, da braucht man was. Ja. Kraxler. Eispick! Eispick? Ich habe den Eispick, ich bin oben. Ich hab sie schon. Oh nein, hier gibt's wieder Rätsel. Ich weiß nicht, ob ich dafür bereit bin. Evador, Krabben. Alles mit Tentakeln ist cool, weil das weißt du aus Erfahrung. Evador verstört mich. Ich weiß auch nicht, was ich will. Okay, komm nicht weiter. Gott, hier gibt's wieder 3000 Gänge und Höhlen und lecken sie mich am Arsch, Mann. Puh. Man muss das mal geil. So, ich öffne jetzt mal einen random Ball drauf, okay? Ich hätte schon echt gern Ausdruck. Viel Erfolg. Random Ball, flieg und sieg! Warum random? Ich hab's. Ja, einfach so draufwerfen, ohne Schwächen. Ach so. Es ist ja nicht Pokémon Schwert und Schild, wo man alles mit einem Ball fangen kann. No. No, no. Sehr schön, wir haben Muschus gefangen. Sehr geil. Kann man was Geiles draus machen. Okay, hier geht's weiter. Oh nein, nicht so der Eisrutschi. Oh Mann. Das ist doch ganz einfach. Nein! Das ist alles für den Arsch! Nein, Mann! Busser! Was sagt Enter nein zu seinem großen Bruder hier? Ich glaube, es guckt ganz verstört. Das, ja. Ich glaube auch. Oh nein, muss ich wieder. Komm, in die Mitte. Wie? Was? Nach links! Lauf, geh nach links. Ach so, in die Mitte, lauf ja. In die Mitte und rutsch durch. Ja, aber klar, wusste ich. Rutsch drüber. Nein, Juli. Nein. Easy. Geht doch. Hast nicht damit geredet, ne? Ja, manchmal weiß ich es nicht. Es gibt so viele Wege. Oh mein Gott, es gibt so viele Wege. Wenn ich irgendwie hoch muss ich runter. Muss nein. Ja, nein. Der verzweifelt nebenbei schon. Nein, geh nach links. Geh nach links. Geh nach oben. Achso, du musst auch rumrutschen, meinst du aber? Ja, genau. Nach rechts. Rechts. Nach rechts. Nach unten. Nach links. Ah, jetzt haben wir es. Geradeaus. Nein, das war nur ein Item. Oh. Hör auf, Diana. Golden ist bis dahin. Nico, ja, auf YouTube, ja. Für alle, die es interessiert, hier gerade im Stream, im Video, wie auch immer, Dienstag und wahrscheinlich Donnerstag Livestream. Nein, hier ist wieder Rätsel. Nein, das. Wie auch das. Oh, ein Sneeble! Oh mein Gott, ich muss einen random Ball drauf haben. Alles mit Sneeble sah gut aus, Dana, und ich liebe Sneeble. Ja, beziehungsweise fangst du ruhig, aber bitte, ich navigiere dich ja. Aber bitte rutsch dann nicht einfach wild in der Gegend rum, sondern lass mir eine Chance. Aber das funktioniert immer! Nein!
Nein! Ich spüre, wie dich das triggert. Ja, das, ich mach's absichtlich. Genau, ausreden lassen. Nein, ich rutsch rum einfach. Irgendwann kommt man schon dahin, wo man will. Okay, nee, also, ich hab die Höhle nicht im Gedächtnis. Ich seh's einfach nur. Ja, nein, geh runter. So, jetzt geh einen Schritt nach rechts. Genau. Jetzt nach links. Nach oben. Nach links. Nach oben, nach links, nach unten, nach links, nach oben. Ja. Ich kann bei YouTube mitchatten. Ich sehe dem Handy zu. Ich sehe den Chat nicht. Oh, gute Frage. Müsstest du aber. Wie bei. Bei YouTube beim Handy, wenn man einen Livestream guckt. Man darf es nicht auf Großbildschirm angucken. Also, man muss es klein lassen. Man darf es nicht auf den vollen Bildschirm machen, sonst sieht man den Chat nicht. Ah, stimmt, ja, stimmt. Also, du musst den klein lassen. Mini, ja. Also, du musst den klein lassen. Aber dann siehst klein, nicht du groß den, machen, nicht groß machen. Nicht groß machen, richtig. Lass ihn klein, dann siehst du auch den Chat und kannst mitchatten. Oh, schön. Warte, was sind wir eigentlich? Sind wir richtig? Ich hab keine Ahnung. Ich glaube einfach nur rum. Ich hasse diese Rätselhöhlen. Weil ich hätte auch gerne Arktus eigentlich. Das ist Arktus! Komm wieder hin? Wenn wir jetzt hinkommen, fress ich ein bisschen. Das ist wunderhübsch. Ich komm nicht hin, oder? Ich komm nicht hin. Aber es ist so wunderhübsch. Ein Golbert im Wasser? Ja. Nee, ich komm nicht hin. Der Weg ist richtig. Es sieht leider nicht so aus. Oh, ein Zebra. Auch der bekommt erstmal einen Random Ball von mir draufgeworfen. Ja. Seemann und Zebra King sind auf jeden Fall super. Ja. Du musst es ja nicht auf den Porygon setzen. Aber sonst, ja. Wir brauchen erstmal Lavados. Dieser Sam ist natürlich das Lieblings-Pokémon von mir. Doppelklick nach rechts, dann geht es auf. Doppelklick nach rechts? Ich hab's gefangen! Ach, sehr schön. Geht doch. So. Okay. So, einfach Wasser machen und weitergehen. Ich geh einfach weiter. Weiß nicht, wo ich bin, keine Ahnung. Geh einfach. Einfach schwimmen. Ah, ich bin da! Okay. Ich surfe jetzt hier weiter, okay? Schwimmen, schwimmen, schwimmen. Leute, ich habe keine Ahnung, wie den fangen, gell? Ich versuche es jetzt noch schnell am Ende dieser Folge zu fangen. Einfach random. Vielleicht schaffen wir es ja. Man kann immer Glück haben. Ja. Gespeichert haben wir. Wir gehen rein. Arktus wäre schon geil. Arktus ist ein richtig cooles Pokémon. So, erstmal müssen wir nur angreifen. Der ist halt schon ziemlich stark. Surfbug? Ja, das sieht doch cool aus. Oh, das ist strahlt. Aua. Nicht meinen Körper besiegen. Mein Computer wird sich neu starten. Ach so. Nein. Nicht gesehen. Warte mal, ich hab wohl noch was weiter. Ich muss noch eine Hypnose rauskriegen, Leute. Hau du scheiß Eisstrahl, Mann! Nein, ich bin eingefroren! Ich scheiß sogar drauf und setze eine Top-Genesung hin. Ich muss meine. Ich will meine Hypnose rauskriegen. Wer friert mich jetzt wieder ein, ne? Arktus am längsten? Man wissen, bei Zapdos schon lange ist es. Na, Hypnose geht daneben. Scheiße. Mann, trifft, du musst die Hypnose treffen, Mann. Schon wieder eingefroren! Dahin. Ich habe einen ganz seltsamen Bug. Was denn? Aber ich bin aufs Discord geflogen. Das heißt, ich sehe die Bildschirmübertragung nicht mehr. Ich kann es auch nicht mehr öffnen, aber ich höre dich noch. Lass es erstmal so. Hört nicht auf, ne?
Ich will einfach nur Hypnose einsetzen. Der hört nicht auf, mich drauf zu haben. Okay, schläft. Er ist Glück, ne? Jetzt brauchen wir Glück. Wir können auch versehen den Meisterball draufwerfen. So, Ultraball, los geht's. Erster Versuch, Arctos. Fangen. Nicht geklappt. Er schläft noch. Nächster Versuch. Andere Bälle eigentlich noch? Mondball. Nö, nee, noch nicht. Okay. Zweiter Versuch. Komm, Baby, komm, Baby. Zweimal gewackelt. Schade. Er ist aufgewacht. Nein! Oh, mein Quabo tot, ne? Ja. Schieß. Jetzt kommt der Moment, wo ich einfach nur Bälle drauf werfe. Bitte. Ja, richtig. Einfach Geduld haben und werfen. Das machen wir jetzt noch zum Abschluss. Einfach Geduld haben und werfen. Der sagt es immer so einfach, ne? Ich denke mir mal. Kein Arctos-Fan. Nochmal. Ja, das lässt sich echt schwer fangen. Aber es ist nicht schlecht. Also, Eis-Pokémon finde ich gar nicht so übel. Dann werde ich Arctos grillen. So muss das sein. Arctos, bleiben Sie bitte drin. Wir haben Kekse. Richtig. Oh, ich habe Schlafpuder auf Bisou King vergessen. Ich muss es testen. Falls wir es überleben, den Eisbeam. Nee, okay. Kein Schlafpuder. Ah, oh, scheiße. Das tut aua. Ja. Jetzt gegen das Pokémon natürlich auch ist der Eisstreis sehr effektiv. Aber wie gesagt, ich will ja nicht kämpfen, ich will einfach nur Bälle drauf werfen. Echt hart. Hey, warum hat er keinen Eisstrahl? Weiß nicht, die schlaust die KI-Move. Wackelt immer nur einmal deiner. Hey, es ist wieder kein Eisstrahl. Ja. Was macht er denn? Das ist doch Eisstrahl, Mann. Merkwürdiges Pokémon. Zweimal gewackelt. Nehmen wir das. Oh, du hattest ihn fast. Blödsinn. Beiß ihm den Flügel ab. Nein, nein, ich brauche den noch. Es sieht so majestätisch aus. Ja. ja, da, weiß. Nee. Ich weiß auch nicht, ich werde es wahrscheinlich offscreen weiter versuchen, weil wenn ich jetzt schon mal hier bin, dann, ne? Ja, das stimmt. Ja. Und ihr habt den jetzt ja gesehen, wie er aussieht. Kann ja ohne, also mit, ohne Aufnahme fangen. Das ist doch eine Idee. Dauert so 3 Jahre, kann ich nebenbei einen Stream gucken oder so. So, letzte Pokémon, dann ist nur das Ei da. Zapdos. Oh, ja, ja. Letzter Versuch, solange Zapdos lebt. Schau dir deinen Bruder an. Das ist auch bei uns geblieben. Ja, komm, das her. Sieht cool aus. Ich glaube, er hat Angst, es will gar nicht mehr bleiben. Das passiert mit mir, wenn ihr mich fangt. Oh nein. mein Wunsch wäre ja mit Lavados kombinieren. Kann ich fragen, ne? Ah, es ist da schon stark aus. Du hast nur zweiten ganz besser. Ich fand die Geschichte Enkel. Entei ist halt schon geil. Ich mag die Hunde, glaube ich, fast lieber als die Vögel. Es sind Katzen. Ja, ist egal. Sieht für mich aus wie ein Hund. Sie ziehen die Krallen ein und aus und das können nur Katzen und keine Hunde. Achte auf die Details. Achtung, du darfst auf meiner Pizza abbeißen. Darf ich auch? Bitte. Danke. Aber das wäre eigentlich auch eine lustige Idee. Nimm mal einen Entei und mach dann einen Lavados drauf. Also Entei mit Flügel? Entei mit Flügel war auch geil. Ne? Ja. Nur Raikou hat mir nie ganz gefallen. Da haben sie ganz komisch reingewurschtelt. Es wackelt so oft dreimal, das tut so weh, ne? Es tut richtig weh. Wenn es nur einmal wackelt, ist es nicht so schlimm, wenn es dreimal wackelt. Also im Übrigen, die Vögel haben zwar mehr Eleganz, aber die Katzen finde ich an sich knuddeldecker. Ja, und auch mächtiger sehen sie aus. Ja, sie sehen... Beim NC halt. Ja,
so beschützermäßig sind die halt schon geil. Ja. Warum bringt es mein Zappen seine Jungs? Schafft es gerade nicht, oder? Ja, wir holen Endteil bestimmt noch. Ja. Aber jetzt erstmal. Ah, woher soll ich das wissen, was ich wo tun muss? Ne? Wir müssen das ja irgendwie selbst herausfinden, auch manchmal. Ne? Du wolltest nicht gespoilert werden? Ich meine, ich hab's eh gelesen, aber ich meine, man muss es auch selbst herausfinden. Ne? Ich weiß auch nicht, wie und so weiter. Das muss man irgendwie herausfinden. Mhm. Und dass man die Katzen irgendwo losstoßen muss, das kennen wir ja, ne? Aus der zweiten Generation. Hat man Silber ja auch sie erstmal losstoßen müssen, sozusagen, damit man sie in der Wiese erfahren konnte. Ne? Los triggern. Hühnerfrikassee. Nico macht das Arktus Hühnerfrikassee. Hühnerfrikassee ist lecker. Ich mag nur die Erbsen da drin. Kann es sein, dass Arktus uns nicht killen kann? Wie die nicht killen kann? Ja, macht nichts, dass es angreift oder so. Das hören uns einfach nicht. Meinst du, weil wir seinen Bruder ihm vorgesetzt haben, dass er jetzt erstarrt ist? Ich weiß nicht, er spammt einfach nur Psychoattacken. Und danke auch Leute, für ihr Follow natürlich, ne? Ja, wir kommen von der Pizza. Sehr gut. Gott, Leute, wie viele Bälle haben wir eigentlich noch, ne? Ja, so lange wollte ich die Folge jetzt auch nicht mehr. Die AP-Rapid. Ja, irgendwann setzt er verzweifelt ein. Mhm, und dann ist er weg. Ah, diese dreimal wackeln, das tut so weh. Ich kann es mir nicht ansehen, Leute. Wir müssen bald mal einen Cliffhanger machen, so wird das Video zu lang. Das ist jetzt schon so lang, das Video. Wird Arktus fangen, oder? Ja, aber wie willst du es dann machen, wenn du alleine spielst, eine Daueraufnahme laufen lassen? Nee, nehm sie nicht auf. Ich sag's dir einfach, ob ich es gefangen habe. Ich zeig's dir einfach. Okay. Ja. Erstens könntest du ja nur die Endsequenz dazu schneiden und rechts löschen. Da kann ich nebenbei nichts anderes machen. Nein, so? Er bleibt einfach nicht drin. Aber er tötet uns auch nicht, ne? Wie viele Reflektoren hat er denn bitte? Noch eine Attacke? Ja, ich habe Angst, ihn zu töten, ne? Ich habe Angst, es zu töten, egal was ich drücke. Das ist ein Verzweiflungskampf. Guckt mal, ich habe jetzt nichts zu. Ja, Konfusion. Komm, ist jetzt eine Konfusion rein. Scheiß drauf. YOLO. Müssen sie irgendwann mal zu Ende bringen. Okay. Könnt ihr nochmal machen, ne? Komm, scheiß drauf. Machen wir nochmal. Ich guck nicht hin. Ja, wir versuchen es aber ein bisschen. Nein! Ja, okay. 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 Jetzt musst du neu starten. Ich muss neu starten, Leute. Ah, Mann. Aber bedeutet auch, wir sind am Ende der Folge angekommen. Auf YouTube und auch im Stream auf Twitch. Ich danke allen fürs Zugucken. Danke auch fürs Mitmachen, Deiner. Ja, bitte, bitte, gerne doch. Gerne abonnieren auf YouTube, um nichts zu verpassen. Ein Follow auf Twitch da lassen. Link in der Videobeschreibung, genauso wie Dianas YouTube-Kanal. Schaut gern vorbei und surft bitte nicht auf dem Eis. Das sieht gefährlich aus. Ja, aufpassen, Leute. Haut rein, bis zum nächsten Mal und ciao. Tschüss.